Das ist Kenny. Kenny ist Taxifahrer und mein Begleiter für die nächsten 10 Tage durch seine Heimat, Schottland. Ein Land, das vor einer sehr schweren Entscheidung steht. Abspaltung von Großbritannien? Ja oder nein? Es ist eine Sache, die man sich größer nicht vorstellen kann. So etwas haben wir nur einmal im Leben. Und dementsprechend laufen die Emotionen sehr, sehr heiß. Kenny bekommt ganz glasige Augen, wenn er durch die schottischen Highlands fährt. Er liebt seine Heimat. Meine Reise mit ihm beginnt aber an der englischen Südküste, in Capella Fern bei Folkestone. Denn Kenny hat eine noch größere Liebe und die kommt ausgerechnet aus England. Seine Frau Tracy. Hier leben die beiden seit 30 Jahren. Ein Schotte in England. Das wird mir helfen, um das schottisch-englische Problem besser zu verstehen. Tracy und Kenny wohnen in einem Wohnwagentrailer, weil sie die Freiheit lieben, sagen sie. Kenny hat Tracy geheiratet, obwohl sie Engländerin ist. Er besteht aber darauf, dass ihre Familie irgendwie auch schottisches Blut in sich trägt. Denn nur Englisch, das geht gar nicht. Ihr seid also ein englisch-schottisches Pärchen. Wie sehr diskutiert ihr denn über das aktuelle Thema? Es ist die ganze Geschichte zwischen Schottland und England. Du wirst so erzogen, in der Schule von deinen Eltern, dass du die doofen Engländer einfach hasst. Jetzt, wo ich hier lebe, kann ich das natürlich nicht auf meine Kinder übertragen, denn sie fühlen sich ja irgendwie englisch. Schlimm wird es beim Sport, dann wird es tiefer Hass. Er will, dass alle anderen gewinnen außer England, sagt Tracy. Sogar Deutschland. Sogar Deutschland darf gewinnen, der Erzfeind im Fußball. Das ist ja mal eine Aussage. Aber sonst fühlt sich Kenny wohl in England, auch wenn er seine Heimat oft vermisst. Hart wird es für ihn, wenn er seinen Stammpub betritt. Er zeigt uns den Ort, an dem er fast jeden Tag nach der Arbeit vorbeikommt. Hier kennt jeder jeden. Kenny ist aber der einzige Schotte. Wie ist das, einen Schotten unter euch zu haben? Grauenvoll. Nein, es ist okay. Wir lieben diesen Trottel, ruft der Kumpel noch nach. Es soll ein liebevoller Witz sein, doch die Diskussion über das Referendum wird dann sehr schnell sehr hitzig. Tracy beobachtet das sorgenvoll. Wirt Paul hat eine klare Meinung. Ich glaube, uns in England wird das nicht wirklich betreffen. Ehrlich gesagt, glaube ich sogar, dass wir davon profitieren, wenn die weg sind. England feuert gegen Schottland. Kenny ist in seinem Pub in hoffnungsloser Unterzahl. Und dann kommt auch noch Michael Baker dazu. Er versetzt Kenny endgültig den K.O.-Schlag. Wollt ihr euren eigenen Pass? Wollt ihr die Grenzen schließen? Ich glaube, ihr habt da oben gar nichts. Ihr könnt nichts ernten. Alles, was ihr habt, sind Steine und Berge. Nein, nein, sagt Kenny, wir haben Schafs- und Rinderfarmen. Das ist aber auch dann alles, was ihr habt. Die Diskussion dauert noch viele Pints, aber Kenny hat keine Chance. Die Engländerin packt die Tasche für den Schotten. Er sagt, ohne sie sei er hoffnungslos verloren. Das Foto muss mit. Ich habe ein etwas schlechtes Gewissen, denn Kenny wird zum ersten Mal am Hochzeitstag nicht bei Tracy sein, sondern bei mir.
Und da ich kein guter Tracy-Ersatz bin, plane ich mit ihr noch eine Überraschung für Kenny. Er hat keine Ahnung, was da noch auf ihn zukommt. Das dann später. Erstmal geht es Richtung Norden. Auch wenn es auf den ersten Blick anders wirkt und Kenny ein großes schottisches Herz hat, er hält von dem Referendum in seiner alten Heimat nicht viel. Er ist dafür, dass beide Teile zusammenbleiben. Schließlich laufe es doch ganz gut. Aber genervt ist er von den Engländern trotzdem. Vor allem mit den Politikern in London kann er nichts anfangen. Viele Schotten halten die englischen Politiker für überheblich, versnobbt, desinteressiert. Die Schotten fühlen sich vernachlässigt. Die Schotten haben das Gefühl, London ist so weit weg, dass man sie vergisst. Und die Schotten hassen die englische Attitüde, diese Arroganz, diese Vetternwirtschaft. Ich will mit den Politikern sprechen, die auf Schottland angeblich so herabblicken. Kenny hat keine Lust, sie zu sehen. 4 o'clock, Tea Time. Zum Nachmittagstee treffe ich junge Nachwuchspolitiker der konservativen Partei. Hoffnungsträger. Sie wollen mal groß rauskommen. Vielleicht hätte ich mich doch schicker machen sollen. Ich finde die Schotten toll. Nur komisch sogar, sagt Luke Springthorpe. Ich kann mit ihnen stundenlang in einem Raum sitzen, diskutieren, aber ich habe keine Ahnung, worüber sie reden. Und Louise Nathanson zeigt sich von ihrer großzügigen Seite. Wir hören doch auf die Schotten, sagt sie. Wenn wir das nicht tun würden, warum würden wir ihnen sonst das Recht geben, eigene schottische Entscheidungen zu treffen? Irgendwie witzig. Erst betonen sie, dass sie Schottland als gleichberechtigten Partner sehen. Aber dann sagen sie ständig genau das Gegenteil. Sorgen vor einer Trennung sind auf jeden Fall da. Sean Diaz sieht Probleme im Finanzsystem. Ein großer Teil der britischen Banken befindet sich in Edinburgh. Das lässt sich nicht so einfach von England trennen. Und auch viele militärische Einrichtungen sind in Schottland stationiert. Unsere Atom-U-Boote. Diese wieder nach England zu holen, wäre sehr, sehr teuer. Sorgen um das englische Wohl. Kaum Verständnis für die schottischen Argumente. Das bleibt mir von diesem Gespräch hängen. Am Anfang hat man in London das Referendum gar nicht ernst genommen. Jetzt merken ja viele, das könnte ein großer Fehler gewesen sein. Die Fahrt nach Schottland zieht sich ewig hin, über Stunden. Jetzt wird mir erst bewusst, wie weit Schottland von London entfernt ist. In Kilometern und im Kopf. Es fängt an zu regnen. Jetzt kann Schottland nicht mehr weit sein, oder? Ja, aber der nasseste Ort in Großbritannien ist in England, im Nationalpark Lake District. Du findest immer was, dass England schlechter ist als Schottland, oder? Allerdings, das ist nicht schwer. Wir kommen nach Berwick-upon-Tweed, an der Ostküste. Es ist die nördlichste Stadt Englands oder die südlichste Schottlands. So genau weiß man das nicht. Die Stadt liegt kurz vor der Grenze und ist in der langen Geschichte schon öfter hin und her gewechselt. Momentan ist sie englisch. Der örtliche Fußballverein spielt aber in der schottischen Liga. Merkwürdig. Kurz vor Anpfiff darf ich die Mannschaft in der Kabine treffen. Macht ihr euch denn Sorgen um euer Team? Wisst ihr überhaupt, in welcher Liga ihr spielt, wenn es eine Trennung gibt? Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich glaube, dass wir in der schottischen Liga bleiben. Es sind so viele Dinge, die unklar sind bei dieser Kampagne. Aber ich glaube, diese Region wird es hier richtig hart treffen. Hier findet so viel Handel über die Grenzen statt. Wenn das nicht mehr zusammengehört, dann wird das ein großes Problem. Der Verein hat Fans auf beiden Seiten der Grenze. Doch wie es mit dem Club nach einer Trennung weitergeht, ist völlig unklar. Wie so vieles.
Das sorgt für Unsicherheit. Kurze Blitzumfrage. Who would say yes? One. Who would say no? Okay. So Barrick ist ziemlich klar für ein Nein. So I think there would be a no here, right? Bisher habe ich nur skeptische Menschen getroffen. Wird sich das jetzt ändern? Kurz hinter Berwick liegt die schottisch-englische Grenze. Eine richtige Grenze. Mit schottischen Fahnen, Grenzstein, Willkommensschild. Letzte Würste vor der Grenze. Irgendwie wirkt das hier schon alles wie der Übergang zwischen zwei souveränen Staaten. Ich zahle das letzte Mal mit englischen Pfund. Ab sofort gibt es dann die hier, die schottischen, britischen Pfund. What do you want, the English or the Scottish one? I'll have the Scottish. The Scottish? Okay. 100%. Ist das hier jetzt noch die englische oder schon die schottische Seite? No, this is the English side. Ich stehe leider auf der englischen. Aber ich habe immer mein schottisches Teetuch dabei. Aber ich will, dass Großbritannien zusammenbleibt. Ich glaube, es geht hier zu viel um Politik und Tradition. Und immer wenn es um Politik oder Tradition geht, verursacht das Streit. Ich will ein friedliches Land. Ich spüre ersten schottischen Patriotismus, aber auch Sorgen. Im Verbund mit England will sie trotzdem bleiben, so wie Kenny. Der atmet schon erste schottische Luft. Es ist ein einzigartiges Gefühl, die Grenze zu sehen. Ja, ich bin wieder zu Hause. Es ist eine Leidenschaft, aus England herauszufahren und wieder auf der Heimaterde zu stehen. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich in Schottland direkt auf Dudelsäcke treffe. Nicht erwartet habe ich allerdings, dass sie mich mit einem Kölner Karnevalslied begrüßen. Wer hat das von wem geklaut? Wir sind in Edinburgh. Hier haben die Schotten vor 2 Jahren den Engländern ihr Referendum abgerungen. Und hier treffen wir zum ersten Mal auf stolze Yes-Aktivisten. 1 Million Schotten haben ihre Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Das werten die Aktivisten und die schottische Regionalregierung als Grundlage für einen Sieg. Was überzeugt dich so sehr, dass du ein großes Ja auf der Brust trägst? Die Sozialreformen, die in London gemacht werden, sind einfach nur schockierend und ungerecht. Ich will nicht in einem Land leben, das mit Menschen so umgeht. Ich denke, Unabhängigkeit ist unsere Chance, eine Regierung zu bekommen, die Menschen fair behandelt. Erwartet habe ich nationalistische Parolen. Ich treffe weltoffene Menschen. Der Fraktionsvorsitzende der schottischen Nationalpartei liefert mir seine Argumente sogar in akzentfreiem Deutsch. Das ist ein Skandal. Ein Fünftel aller Kinder in Schottland leben in Armut. Das ist unverträglich. Es muss was Besseres kommen. Und es wird passieren. Und wir wissen, warum es passieren wird, weil wir schauen unsere Nachbarn an und schauen nach Dänemark und schauen nach Norwegen und Schweden und Island. Und die haben nicht viel mehr als wir, wenn es um Ressourcen geht. Aber die haben es viel besser verwaltet. Die haben viel bessere Entscheidungen getroffen. Soziale Gleichheit, wirtschaftlicher Fortschritt, mitmachen in der internationalen Gemeinschaft. Das ist, was wir anstreben. Innerhalb von 18 Monaten will ein unabhängiges Schottland wieder in der EU sein. Ob das auch klappt? Eine der vielen offenen Fragen. An diesem Abend haben die Nein-Wähler übrigens noch einen leichten Vorsprung. Seit über 300 Jahren gehören Schottland und England wieder zusammen. Aber die eigene Geschichte ist den Schotten immer noch sehr wichtig. Bei jedem Wetter. Eine Schlacht, bei der in England besiegt wurde, ist ganz tief im schottischen Herzen verankert. Man kann sie heute noch täglich nachspielen, mit mehr oder weniger Erfolg.
Hier in Bannockburn hat sich Schottland 1314 die Unabhängigkeit erkämpft. Genau 700 Jahre später versuchen es die Schotten wieder. Vor allem für Unternehmer würde eine Abspaltung von England große Änderungen bedeuten. Wir besuchen die kleinste Whisky-Brennerei Schottlands. Der Besitzer Andrew Symington erzählt uns direkt bei der Begrüßung die Geschichte, wie ein Sturm die britische Flagge heruntergerissen hat. Ich dachte mir, das muss ein Omen sein. Dann präsentiert er uns stolz ein Whiskyfass, das der Regierungschef der schottischen Regionalregierung, Alex Salmond, unterschrieben hat. Er hat das Referendum durchgesetzt. Das könnte am 18. September viel wert sein. Das hebe ich mir lieber mal auf. 300.000 Flaschen Whisky werden hier jedes Jahr gebrannt. Ein großer Teil davon geht nach England. Noch zollfrei. Das könnte sich mit der Unabhängigkeit ändern. Andrew hat aber ganz andere Sorgen. Ich glaube, über das Referendum in Schottland müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Ich habe eher Angst, dass die Konservativen in London ein Referendum machen, das dazu führen könnte, dass Großbritannien aus der EU fliegt. 60% meines Exportes gehen in die Europäische Union. Wenn wir nicht mehr Teil der EU sind, wird das viel Papierkram für uns und sehr teuer. Heißt das, das ist ein Grund, Ja zu sagen, weil Schottland dann eher in der EU bleibt als bei einem Nein? Ja, das könnte ein Grund sein, richtig. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich immer noch nicht so richtig entschieden. Es ist schwierig. Sowohl ein Ja wie auch ein Nein könnte Andrew Symington in Schwierigkeiten bringen. Für eine richtige Entscheidung müsste er in die Zukunft schauen können. That's my independent spirit. Deshalb ist das hier auch seine eigentliche Unabhängigkeit. Gibt er uns noch mit auf die Reise. Und die führt uns quer durch die Highlands. Wir genießen wunderschöne Aussichten und Kennys Lieblingssong. There must be a place under the sun where hearts of old in glory grow young. Das Lied habe ich auf der Fahrt bestimmt 80 Mal gehört. Kenny bringt die Musik und die schottische Landschaft immer mehr ins Grübeln. Als wir losgefahren sind, warst du gegen das Referendum. Wie sieht das jetzt aus bei dir, jetzt wo du hier bist? Es ist wirklich so. Ich war definitiv für ein Nein. Aber wenn du hierher kommst, dann macht das Land etwas mit dir. Es ist wirklich so. Es ist in deinem Herzen. Schottland, das Land, die Geschichte, die Schönheit. Und da ist so ein großer Teil in mir, der sagt, ja, gebt ihnen die Unabhängigkeit. Lass uns etwas Großartiges damit machen. Die Schotten sind doch nicht dumm. Die schaffen das. Yes, let's give them independence. Let's have independence and strive forward and do something great with the country. Because Scotland, the Scottish people are not stupid. Wir sind an der Westküste angekommen, in Oban, ein wunderschöner Ort am Meer, der auch viele Touristen anzieht. Hier hat es meinen alten Freund Peter hinverschlagen. Er hat lange Zeit in London in der Versicherungsbranche gearbeitet, bis er keine Lust mehr dazu hatte. Jetzt leitet er eine Jugendherberge in Oban. Wenn Kenny der Schott in England ist, ist Peter das Gegenteil, ein Engländer in Schottland. Ich berichte ihm, dass es nicht leicht war, Nein-Wähler zu treffen, die das auch in der Öffentlichkeit so sagen. Peter erklärt, dass die Nein-Wähler sich auch in Oban eher ruhig verhalten. Ja, Leute rufen das laut aus. Die Nein-Wähler haben Angst, dass sie als anti-schottisch gelten. Und das, obwohl die Umfragen ja starke Nein-Stimmen voraussagen.
Es ist so ein bisschen wie schwul sein. Es gibt sie, aber keiner spricht darüber in der Öffentlichkeit. Interessanter Vergleich. Peter führt mich durch seinen Ort. Es wird eine Art Outing-Tour. Er will mir Nein-Wähler zeigen, die auch dazu öffentlich stehen. Als erstes kommen wir aber wieder an einem Yes-Laden vorbei. Die Leute hier haben richtig gute Laune, denn es gibt eine neue Umfrage. Demnach haben die Ja-Wähler zum ersten Mal eine knappe Mehrheit im Land. Es zeichnet sich also ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. It was slow to begin with, but it's gradually building up. Am Anfang war das hier sehr ruhig. Aber je näher wir der Abstimmung kommen, desto mehr nimmt das Ganze an Fahrt auf. Es kommen immer mehr Nachbarn und interessieren sich für unsere Fahnen oder Flyer. Und so langsam sind wir ausverkauft. Das heißt, Sie sind zuversichtlich. Ich sehe mich im Laden um. Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit ist nicht zu übersehen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass auch bei Kenny diese Sehnsucht immer größer wird. Er kauft sich ein Whiskyglas mit Yes-Gravur. Okay, der Preis ist noch ein kleines Problem. Der Verkäufer beruhigt ihn. Vergessen Sie nicht, wenn wir am 18. September gewonnen haben, dann können Sie daraus einen schönen Whisky trinken. Oh, I certainly will do that. I can assure you, I definitely will do that. Du hast deine Meinung wirklich geändert, oder? Ja, ich bin immer noch unsicher, aber wenn das so weiterläuft, bin ich auf Ihrer Seite. Schräg gegenüber von dem Yes-Laden hat Justin Campbell Black sein Tattoo-Geschäft. Er ist einer dieser überzeugten Nein-Wähler, bereitet mich Peter vor. Doch bevor es politisch wird, begeistert sich Kenny für die Tattoos. Er entschließt sich spontan, eines stechen zu lassen. Aber keine Sorge, kein Yes auf dem Unterarm. Nein, es wird Tracy. Und während Kenny vor Schmerz sein Gesicht verzieht, erzählt mir Justin, was ihm am Referendum wehtut. Unser Problem ist doch, wir haben gar keine Ahnung, was passiert, falls Schottland unabhängig wird. Es gibt keine Beweise, die sagen, dass wir es auch wirklich schaffen können. Es gibt hier kaum Wirtschaft. Was ist mit der Ausbildung? Es gibt keine Garantien, die mir das Selbstbewusstsein geben, unabhängig sein zu wollen. Nichts ist sicher. Nichts ist für die Ewigkeit, außer das neue Tattoo von Kenny. Not bad, not bad. Crazy man. Well, you know, I was thinking about it, so. Oban lebt wie viele Küstenstädte in Schottland vom Fischfang. Wenn es darum geht, was sie wirtschaftlich vorzuweisen haben, sprechen die Schotten immer wieder vom Öl und immer wieder vom Fischfang. Aber sogar in dieser Bude sind sie sich unsicher, ob das reicht. Ich glaube, ein Land kann sich nicht nur auf Fischfang oder Ölressourcen verlassen. Irgendwann sind diese Quellen mal erschöpft. Von was leben wir dann? I disagree. I'm a yes voter. Okay. Seine Kollegin widerspricht ihm. Ich bin eine Ja-Wählerin. Ich glaube, Schottland hat viel mehr Ressourcen als Öl oder Gas. Wir haben Whisky, wir haben Industrie, vor allem Schiffsbau. Ich sehe das anders. Aber ihr versteht euch noch, oder? Wir leben sogar im gleichen Haus. You live in the same house. Yeah. Tough stuff, isn't it? Tough stuff. Yeah, I love it. Der Schotte vermisst seine Engländerin. Heute ist ihr Hochzeitstag. Der erste in ihrer 30-jährigen Ehe, den die beiden nicht zusammen verbringen. Seinen Hochzeitstag muss er stattdessen mit mir verbringen. Noch weiß Kenny nicht, was ihn erwartet. Wir fahren weiter an der Küste entlang Richtung Glasgow. In der Nähe von Helensburgh
fahren wir kilometerlang an hohen Stacheldrahtzäunen vorbei. Hier hat London seine britischen Atom-U-Boote stationiert. Vielen Schotten ist das ein Dorn im Auge. Vor allem den Menschen, die hier wohnen. Direkt neben dem Stützpunkt gibt es ein Friedenscamp seit 32 Jahren. Die Leute hier scheinen sehr geduldig zu sein. Mit dem Referendum könnte jetzt aber Bewegung in die Diskussion kommen. Doch auf meine einfache Frage, ob sie sich über das Referendum freuen, steht direkt eine hitzige Diskussion. Colette ist fest überzeugt, dass das Militär trotzdem hier bleiben wird. Sie werden hier weiter Milliarden reinpumpen. Da gibt uns das Referendum keine Garantie. Natürlich gibt es keine Garantien, sagt Jimmy. Aber es ist endlich mal eine Chance, die wir haben. Es geht ums Prinzip, meint Colette. Aber lass uns doch die Herausforderung annehmen. Offenbar hat im Friedenscamp alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen in dieser Frage zu bestehen. Jimmy zeigt mir noch das Camp und ich frage mich, wie viel Überzeugung in jemandem stecken muss, um jahrelang hier zu wohnen. Kenny kann das jedenfalls nicht nachvollziehen. Unsere gemeinsame Reise geht langsam zu Ende. Wir fahren nach Glasgow. Von dort aus will ich zurückfliegen. Aber eine Mission habe ich ja noch. Unsere Hochzeitstagsüberraschung. Kenny macht gleich ein ziemlich doofes Gesicht. Fuck are you doing here? Was machst du denn hier? Ich dachte mir doch, die sieht aus wie meine Tracy. Willst du dein Geschenk sehen? Wow, wie viele Jahre habe ich dich gefragt, das zu tun? Oh, terrific. All right. The pictures with the kids. Fucking wankers. Blöd, Mann. Bunch of assholes. Das war ein tolles Geheimnis. Jetzt ist es wirklich Zeit, mich zu verabschieden. Ich habe ihn halt nach Hause gebracht. Yeah. I brought him back safely. Thank you, James. Lovely to see you again. Thank you, Kenny, for lovely stuff, James. It's been a great experience, mate. Thoroughly enjoyed myself. Yeah. Not a bad way to earn a living, I suppose, is it? Yeah. So, it's your night. Wedding receipt. Die Engländerin und den Schotten wieder zusammenzubringen, war einfach. Ob England und Schottland weiter einen gemeinsamen Weg gehen, das wird jetzt die spannende Frage. Das Schicksal des Vereinigten Königreichs liegt jetzt ganz in den Händen Schottlands. Yeah.